Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Autarkie. Mein Name ist Thomas und in der heutigen Folge geht es darum, wie man den Strom einer extern eingebundenen Quelle im E3DC-Hauskraftwerk nutzen kann. Also was passiert mit dem Strom, wie wird er verwaltet, kann der in die Akkus gehen, das gucken wir uns heute mal gemeinsam an. Ja, und warum mache ich diese Folge? Weil ich natürlich diverse Anfragen auch immer wieder mal bekomme, wo ihr dann halt konkret fragt, ja, kann man denn den Strom aus der externen Quelle auch in den Akkus speichern? Wie funktioniert das denn? Und da habe ich mir überlegt, dass ich das dann nicht immer einzeln beantworte, sondern dass ich einfach mal eine Folge dazu drehe. Und deswegen gibt es jetzt diese neue Folge. Und wenn euch solche Informationen und solche Themen grundsätzlich interessieren, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch sehr gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr dann keine neuen Videos verpasst, die ich hier bei YouTube hochlade. Jetzt beginnen wir wie klassischerweise mit dem Intro und dann habe ich für euch mal wieder eine Präsentation vorbereitet, wo wir uns dann angucken, was mit dem Strom im Hauskraftwerk alles so passieren kann. Und dann viel Spaß bei dieser Folge und auf geht's! So, und dann wollen wir uns gemeinsam mal das Thema ein bisschen näher anschauen. Bevor wir mit den eigentlichen Informationen starten, noch ganz kurz ein bisschen was zu meinem Setup. Ich habe das hier mal eben aufgeschrieben. Also, wie sieht das bei mir aus? Ich habe insgesamt drei kleine PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 9,7 Kilowatt Peak. Ich besitze ein Hauskraftwerk der Firma E3DC, das S10E. Das ist Baujahr 2018 und verrichtet seitdem den Dienst bei mir zu Hause. Dann habe ich an dem Hauskraftwerk zwei Anlagen gleichstromseitig angebunden. Und eine Anlage musste ich dann mangels nicht mehr weiter vorhandener Anbindungsmöglichkeiten am Hauskraftwerk auf der Wechselstromseite einbinden, und zwar als externe Quelle. Dazu gibt es auch ein Video, also ich gehe gar nicht näher darauf ein, wie das eingebunden ist, aber das Video verlinke ich euch mal hier oben, sodass ihr schauen könnt, wie diese Anlage grundsätzlich als externe Quelle im E3DC-Hauskraftwerk eingebunden wird. Genau, aber das zu meinem Setup. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie sieht das Ganze denn dann eigentlich aus? Und dazu habe ich mal noch mitgebracht, was wir uns im Rahmen dieser Folge anschauen werden. Wir werden uns nämlich fokussieren und zwar nur auf die Verwendung des Stroms der externen Quelle. Und dort habe ich insgesamt drei Anwendungsfälle mitgebracht. Anwendungsfall 1 ist, die externe Quelle liefert weniger Strom, als das Haus im aktuellen Moment verbraucht. Anwendungsfall 2 ist, die externe Quelle liefert mehr Strom, als das Haus momentan verbraucht. Und dann habe ich unter Punkt 3 noch weitere Anwendungsbeispiele zusammengefasst, um einfach ein bisschen ausschmücken zu können, was mit der externen Quelle und mit dem Strom, den diese externe Quelle liefert, denn eigentlich tatsächlich insgesamt passieren kann. Gut, dann springen wir mal weiter. Damit das für euch gleich ein bisschen einfacher wird, habe ich hier das Ganze mal aus der App entsprechend per Screenshot jeweils abgezogen und möchte euch nochmal kurz erklären, wie dieser Bildschirm aufgebaut ist, damit ich dann hinterher das ein bisschen einfacher mit der Erklärung habe. Genau, und wir starten einfach mal. Also es gibt hier auf der Ansicht den aktuellen Hausverbrauch. Den sieht man einmal ja mit diesem Häuschen hier. Ich habe das ja beides mal eingekreist. Da haben wir hier die 450 Watt Hausverbrauch im aktuellen Moment. Und das sieht man hier unten auch nochmal. Ne? Also diese Zahl taucht tatsächlich immer doppelt auf. Also das ist der aktuelle Hausverbrauch. Was sehen wir auf dieser Informationsseite noch? Wir sehen dann zum Zweiten noch die aktuelle Erzeugung. Und zwar hier unter dem Sonnensymbol. In dem konkreten Fall wären es jetzt 557 Watt, die von meinen gleichstromseitig angebundenen Photovoltaikanlagen geliefert werden. Und das ist hier unten auch nochmal unter Solarproduktion aufgelistet, auch wieder mit 557 Watt. Und dann haben wir noch als dritten Punkt, und das ist ja der, um den es uns heute eigentlich geht, haben wir die aktuelle Erzeugung der externen Quelle. Also dieses Symbol hier mit diesem Blitz, das soll so ein Generatorsymbol wahrscheinlich sein, das ist immer nur dann vorhanden, wenn man auch eine externe Quelle eingebunden hat. Ansonsten gibt es dieses Zeichen nicht. Und im Moment, wo ich das hier aufgenommen habe, hat meine externe Quelle 331 Watt geliefert. Und das sieht man auch hier unten wieder, externe Produktion 331 Watt. Genau, das sind im Prinzip die, ja, ich sag mal, das, was erzeugt wird auf der einen Seite, nämlich von den gleichstromseitig eingebundenen Photovoltaikanlagen und dann von der AC-seitig eingebundenen Anlage. Bei mir ist es halt auch eine Photovoltaikanlage, aber da kann man auch alle möglichen anderen Wechselstrom produzierenden externen Quellen einbinden. Und dann haben wir noch den Hausverbrauch.
Es gibt aber noch weitere Informationen. Ich gehe nicht alle durch, aber zumindest die, die wir gleich noch uns näher anschauen werden. Und zwar haben wir dann hier noch den Akku, also die Batterie, die eingebaut ist im Hauskraftwerk. Die bekommt in diesem konkreten Fall 432 Watt. Und zwar die Pfeile zeigen in Richtung Batterie. Das heißt, die Batterie wird geladen. Würde die Batterie entladen werden, würde sich die Pfeilrichtung einfach nur umdrehen. Und auch die Batterieleistung sehen wir hier unten in diesen zwei Zeilen. Da steht auch nochmal 432 Watt als Batterieleistung. Und das waren im Prinzip ja war der Aufbau dieser, dieser Seite. Und jetzt gucken wir uns einen Anwendungsfall mal an. Und das ist der Anwendungsfall, die externe Quelle liefert weniger Strom, als aktuell im Haus verbraucht wird. Das ist im Prinzip der gleiche Screenshot, den wir jetzt eben schon gesehen haben. Und wie funktioniert das dann? Also die Priorität 1 ist immer, dass der Hausverbrauch zuallererst versucht wird, durch die externe Quelle komplett zu decken. Warum die externe Quelle? Weil das tatsächlich ja schon Wechselstrom ist und im Haus wird ja auch Wechselstrom verbraucht. Das heißt, ich habe hier keine, keine weitere Wandlung des Stromes, sondern kann direkt diesen Wechselstrom der externen Quelle verwenden, um den Hausverbrauch dann entsprechend zu decken oder wie in diesem Fall teilweise zu decken. Das heißt, ganz konkret haben wir insgesamt 331 Watt Wechselstrom, die für die Deckung des Hausverbrauches aufgewendet werden. Und das reicht natürlich nicht, weil wir sehen ja, es sind 450 Watt Hausverbrauch und nur 331 Watt von der externen Quelle. Das heißt, es wird dann noch geguckt, was haben wir noch an Produktion und da bleibt noch hier übrig einmal das, was DC-seitig geliefert wird, nämlich diese 557 Watt. Und das habe ich hier rechts mal daneben geschrieben, die teilen sich dann auf. Von den 557 Watt, das ist halt Gleichstrom, werden 119 Watt nochmal genutzt, um den Hausverbrauch zu decken. Allerdings kann da natürlich kein Gleichstrom genutzt werden, sondern muss gewandelt werden. Deswegen habe ich hier nochmal hinter geschrieben DCAC. Da gibt es entsprechende Verluste, die kommen jetzt hier bei den Zahlen aber nicht raus, aber die sind grundsätzlich im Hausverbrauch schon mit drin, die Verluste bei der Wandlung des Gleichstroms in Wechselstrom. Und was haben wir noch aus dem, was gerade von der Photovoltaikanlage kommt, die gleichstromseitig eingebunden ist, haben wir noch 432 Watt, die in den Akku geladen werden. Hier ist keine Wandlung notwendig, weil es kommt schon Gleichstrom vom Dach und in den Akku wird auch Gleichstrom geladen, weil in dem Fall ist das E3-DC-System tatsächlich ein System, was gleichstromseitig angebunden ist. Das heißt, es gibt halt keine separate Wandlung, sondern der Gleichstrom wird direkt in die Batterie geschoben. Natürlich gibt es noch einen DC-DC-Wandler, weil natürlich die Spannung, die vom Dach kommt, eine andere ist als die Spannung von dem Akku. Das ist ja ein Low-Volt-Akku und die Spannung vom Dach ist halt deutlich höher als die 48 Volt, die die Akkus halt haben. Deswegen gibt es nochmal einen DC-DC-Wandler. Da gibt es auch leichte Verluste, aber die sind tatsächlich relativ überschaubar. Und was wir auch noch haben, weil damit die Summe komplett aufgeht, haben wir noch 6 Watt, die genutzt werden und hier ins Netz eingespeist werden. Da sehen wir hier oben, da gibt es den Strommast und da sehen wir genau diese 6 Watt, die Pfeile Richtung Strommast, das heißt, es wird ins Netz eingespeist. Würde man Strom aus dem Netz beziehen, wären die Pfeile genau andersrum. Das heißt, was haben wir jetzt hier für ein Beispiel? Also wenn die externe Quelle weniger Strom als der momentane Hausverbrauch ist, liefert, dann wird der Strom der externen Quelle zu 100% zur Deckung des Hausverbrauchs verwendet. Und zusätzlich dann der Strom aus der DC-seitig eingebundenen Anlage wird dann teilweise genutzt, um den Hausverbrauch komplett abzudecken, wird dann aber hier in dem konkreten Fall auch genutzt, um die Batterie zu laden und ein ganz kleiner Teil geht hier noch ins Netz. Das sind halt so, ja, ich sag mal, Regelungenauigkeiten. Da kommt selten wirklich mal eine 0 Watt bei dem Netz raus. Es sind immer ein paar Watt, die entweder eingespeist werden oder aus dem Netz bezogen werden. Aber das ist relativ normaler Fall. Das heißt, der Strom der externen Quelle geht in diesem Fall halt gar nicht in die Akkus. Aber jetzt wollen wir uns den zweiten Fall mal angucken. Und der zweite Fall ist dann, die externe Quelle liefert mehr Strom, als aktuell im Haus verbraucht wird. Da habe ich euch einen neuen Screenshot gemacht. Da sehen wir auch wieder diverse Erzeugungsdaten und wir gehen mal wieder durch. Also Prio 1 bleibt weiterhin die Deckung des Hausverbrauchs durch die externe Quelle, weil auch hier natürlich keine Wandlung notwendig ist. Und jetzt können wir uns die Zahlen mal angucken. Also wir haben hier eine Produktion der externen Quelle von 723 Watt in dem aktuellen Moment. Von diesen 723 Watt, und das habe ich hier wieder rechts daneben geschrieben, gehen 516 Watt wieder Wechselstrom in den Hausverbrauch und der wird in dem Fall komplett schon damit abgedeckt, ne? Weil wir sehen, Hausverbrauch hier bei dem Häuschen 516 Watt,
Das heißt, in dem Fall reicht die Energie der externen Quelle aus, um den Hausverbrauch komplett zu decken. Und es bleibt sogar noch was übrig. Und jetzt wird es nämlich interessant. Und zwar interessant ist, dass dann der übrig bleibende Strom, also übrig in Anführungsstrichen, der wird halt nicht komplett ins Netz eingespeist, sondern der wird zum Laden des Akkus auch verwendet. Und zwar sehen wir das hier, oder ich habe das mal ausgerechnet, insgesamt 136 Watt von dem Strom der externen Quelle wird genutzt, um den Akku zu laden. Nachteil dabei ist, der Strom der externen Quelle, hatten wir ja festgestellt, ist Wechselstrom und der Akku wird ja geladen mit Gleichstrom. Das heißt, ich habe hier eine entsprechende Wandlung, die notwendig ist, nämlich von Wechselstrom zurück in Gleichstrom. Da sind die Verluste höher, aber zumindest kann man dann über diesen Weg halt sicherstellen, dass möglichst viel Energie, die man hier bei sich zu Hause produziert, auch tatsächlich vor Ort genutzt wird. Ja, und bevor man das ins Netz einspeist, ist die Regelung des Energiemanagements von E3DC so, dass dann dieser Strom noch in den Akku eingespeist wird, also den Akku mitladen kann und dementsprechend, wie gesagt, mehr Strom zu Hause genutzt werden kann. Ich zeige nachher nochmal ein Beispiel, wo das dann nicht mehr funktioniert, aber hier in diesem konkreten Fall haben wir das tatsächlich so, dass der Akku mitgeladen wird. Und das beantwortet auch schon die Frage, die halt unter den diversen Videos immer mal wieder auftaucht, ob denn der Strom der externen Quelle auch genutzt werden kann, um den Akku zu laden. Kann man ganz klar bejahen, ja, das funktioniert. Also man kann mit dem Strom der externen Quelle tatsächlich auch den Akku mit beladen. Und was haben wir noch? Die 723 Watt sind ja noch nicht ganz aufgebraucht. Wir haben insgesamt noch 71 Watt, die hier tatsächlich ins Netz eingespeist werden. Das sehen wir auch wieder, ne? Strommast 71 Watt ins Netz. Und das ist halt auch normal Wechselstrom, das heißt, da wird auch nichts gewandelt. Also eine Wandlung haben wir hier tatsächlich nur von den 136 Watt, die zur Mitladung des Akkus genutzt werden. Die werden gewandelt von Wechselstrom in Gleichstrom. Ansonsten wird der Wechselstrom direkt verbraucht, einmal nämlich hier durch den Hausverbrauch oder dann halt der zweite Punkt, aber auch das Wechselstrom, wie gesagt, mit der Einspeisung ins Netz. Jetzt haben wir auch noch ein paar mehr Informationen hier auf diesem Screenshot. Und zwar sehen wir auch, dass über die Photovoltaikanlagen noch 1394 Watt gerade produziert werden. Also das ist die Leistung, die momentan noch zur Verfügung steht. Habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben. Also 1394 Watt DC, also Gleichstrom. Und diese komplette Leistung wird halt genutzt, um den Akku zu laden. Warum? Weil auch hier natürlich dann keine oder nur ganz geringe Wandlungsverluste vorhanden sind, weil wir ja von Wechselstrom, von Gleichstrom auch in Gleichstrom in die Batterie laden. Das heißt, da gibt es halt nur ganz geringe Wandlungsverluste bei der DC-Wandlung. Genau, und so sieht das dann halt aus, ne? Wenn die externe Quelle mehr produziert, wird einfach dann das, was in die Batterie eingespeist wird, ist dann halt höher als das, was rein hier aus der DC-seitig angebundenen, Photovoltaikanlagen an Leistung gerade geliefert wird. Das heißt, nochmal zusammengefasst, also der Akku wird durch die Unterstützung der externen Quelle mit mehr Leistung geladen, als DC-seitig zur Verfügung steht. Die Effizienz des Gesamtsystems sinkt allerdings, aber fast der komplette Strom verbleibt im Haus und kann später genutzt werden. Effizienz sinkt, hatte ich ja gesagt, weil wir hier einfach diese AC-DC-Wandlung haben. Da habe ich halt höhere Wandlungsverluste und wenn ich den Strom dann am Ende des Tages wieder nutzen möchte im Haus, muss er dann wiederum von DC, nämlich der Strom aus der Batterie, in AC-Wechselstrom fürs Haus gewandelt werden. Das heißt, ich habe hier quasi eine Wandlung mehr, als hätte ich direkt den Gleichstrom verwendet, um den Akku zu beladen. Ja, deswegen sinkt die Effizienz vom System halt ein bisschen. Und bei mir ist es tatsächlich relativ häufig so, dass diese Konstellation hier eintritt, weil meine externe Quelle ist eine Anlage, die habe ich bei mir auf der Garage und die bekommt morgens immer relativ viel Sonne noch ab, bis sie dann verschattet wird. Das heißt, die Leistung steigt erst relativ stark an und sinkt dann aber auch schnell relativ stark wieder ab. Aber es gibt dann halt einen gewissen Zeitraum, wo die externe Quelle sogar mehr Energie liefert als meine viel größere Dachanlage, weil die Dachanlage auch zum Teil noch verschattet ist, zumindest jetzt. Und ich nehme das Video ja im Februar auf. Also bis Anfang März habe ich dort noch Verschattung auf dem Dach, von November bis März circa. Und da hilft mir halt die externe Quelle dann tatsächlich teilweise den Akku einfach noch ein Stück weit mitzuladen. Genau, das war der Fall Nummer 2, wo wir halt schön sehen können, dass die externe Quelle auch den Akku mitlädt.
Und dann habe ich noch eine weitere Abwandlung mal mitgebracht von dem ersten Fall, also dass die externe Quelle wieder weniger Strom als der momentan vorhandene oder benötigte Hausverbrauch liefert. Das ist dann immer so, wenn meine externe Quelle dann, also meine Garagenanlage verschattet wird, dann sinkt die Leistung wieder rapide. Und man kann auch mal gucken, also wir sehen ja, gibt es ja immer einen Zeitstempel drauf. Ich habe den Screenshot hier um 10:25 Uhr gemacht, da war die externe Quelle halt bei knapp 300 Watt. Und der Screenshot davor, das war um 10:04 Uhr, da war sie halt bei 723 Watt. Ne? Und das heißt jetzt, dieser Screenshot hier zeigt einfach, dass die Anlage wieder verschattet ist. Und stattdessen geht halt die Leistung vom Dach nach oben, weil die Verschattung dort aufhört. Und die Leistung natürlich bis zur Mittagszeit bei Sonnenschein entsprechend ansteigt. Aber auch hier wieder Prio 1 ist die Deckung des Hausverbrauchs durch die externe Quelle. Das reicht aber hier wieder nicht aus, ne? Hat man ja vorhin schon kurz erklärt. Ich habe nur 296 Watt zur Verfügung und brauche aber 494, um den Hausverbrauch zu decken. Also wird noch Strom verwendet, der ja von der Dachanlage kommt. Das ist halt der Gleichstrom. Und da werden 198 Watt dieses Gleichstroms genutzt, um den ja noch fehlenden Anteil am Hausverbrauch abzudecken. Wieder Wandlung, Gleichstrom, Wechselstrom. Und 1479 Watt kann man auch hier gut sehen, ne, gehen in den Akku hinein, also werden in den Akku eingespeist und laden den Akku entsprechend auf. Auch da wieder nur auf der reinen Gleichstromseite. Und hier haben wir mal den guten Fall, dass tatsächlich noch 0 Watt ins Netz eingespeist werden, beziehungsweise 0 Watt aus dem Netz bezogen werden. Wie gesagt, manchmal passiert das tatsächlich, dass da weder was eingespeist wird noch etwas aus dem Netz bezogen wird. Aber das ist eher selten, dass da tatsächlich mal eine Null steht. Genau, aber so sieht das hier aus. Man kann natürlich auf dem Screenshot noch sehen, wie groß der oder wie gerade der State of Charge der Batterie ist, also hier in dem Fall 28%. Den Zeitstempel, auf den hatte ich schon hingewiesen. Und man kann hier in der Mitte natürlich auch noch sehen, wie ist momentan meine Autarkiequote und wie viel von meinem eigenen Strom ja, nutze ich denn jetzt aktuell gerade im Haus. Ne? Diese Information hat man halt immer zur Verfügung. Genau, das war es hier zu diesen Screenshots. Jetzt gehen wir noch mal ein Stück weiter. Ich habe noch weitere Anwendungsbeispiele, die ich hier bringen kann, wie man den Strom aus der externen Quelle nutzen kann. Und zwar Anwendungsfall 1 wäre hier dann die externe Quelle, liefert mehr Strom als der Hausverbrauch. Das hatten wir zwar schon, aber Abwandlung hier. Jetzt haben wir den Fall, dass der Akku mit maximaler Ladeleistung geladen wird. Das heißt, ich habe dort keine Möglichkeit mehr, den Strom der externen Quelle noch zusätzlich in den Akku mit einzuspeisen. Und dann passiert Folgendes, der geht dann halt ganz normal als Netzeinspeisung ins öffentliche Netz. Auch da ist ja keine Wandlung mehr notwendig, ja, weil die externe Quelle Wechselstrom liefert. Das Netz hat auch Wechselstrom. Von daher wird der Strom direkt ins öffentliche Netz als Netzeinspeisung dann abgegeben. Aber das passiert halt tatsächlich dann nur, wenn der Akku tatsächlich schon mit maximaler Ladeleistung geladen wird. Und Abwandlung 2 ist, Akku ist bereits komplett geladen, das heißt, der State of Charge ist bei 100%. Da kann ich natürlich dann auch keinen weiteren Strom mehr nutzen, um den Akku zu laden, weil der ist ja schon vollgeladen. Und auch dann wird der Strom der externen Quelle direkt ins öffentliche Netz eingespeist. Dann habe ich euch noch einen weiteren Fall mitgebracht. Externe Quelle liefert weniger Strom als Hausverbrauch. Und hier ist einfach der Punkt, dass wir sagen, Produktion der DC-seitig gekoppelten PV-Anlage genügt auch nicht. Das heißt, ich habe zwar einen gewissen Strom, der von der externen Anlage oder von der externen Quelle bereitgestellt wird, und ich habe auch eine gewisse Produktion, die von den DC-seitig angebundenen Anlagen geliefert wird. Aber beides zusammen reicht halt nicht aus, um den Hausverbrauch zu decken. Und dann passiert Folgendes, dann wird halt auf den Akku zurückgegriffen, der wird dann halt nicht geladen, sondern wird natürlich entladen, um den noch fehlenden Teil des Hausverbrauchs entsprechend abzudecken. Das geht natürlich nur so lange, ne, wie der Akku auch tatsächlich noch Strom beinhaltet, den ich dann auch entnehmen kann. Und was haben wir noch als letzten Punkt? DC-Anlage, also die externe Quelle. Und die maximale Akku-Entladeleistung genügt halt nicht, um den Hausverbrauch zu decken. Kann ja auch mal passieren. Entladeleistung bei mir vom System sind 3 Kilowatt. Das heißt, ich habe halt 3 Kilowatt immer aus der Batterie zur Verfügung, solange dort halt Strom vorhanden ist. Und dann noch alle anderen Erzeugungen, die ich hier habe, also die externe Anlage und meine Dachanlagen, die DC-seitig eingebunden sind. Aber wenn alles das nicht ausreicht,
dann passiert natürlich Folgendes, dann habe ich ganz normal klassischen Netzbezug, weil ja der Strom, den ich hier zu Hause zur Verfügung stellen kann, nicht genug oder nicht genügt, um die aktuelle Anforderung im Haus entsprechend abzudecken. Genau. Dann, was habe ich noch? Ich habe nochmal aufgelistet Vor- und Nachteile. Gucken wir uns die Vorteile einmal an. Also Vorteil Nummer 1, das Energiemanagement von E3DC erlaubt die größtmögliche Nutzung des eigenerzeugten Stromes. Ja, warum die größtmögliche Nutzung? Na, weil ich den externen Strom halt auch in den Akku schieben kann, von der externen Quelle auch in den Akku schieben kann und der nicht eingespeist wird. Das heißt, ich kann mehr zu Hause nutzen. Was ich zum Beispiel aber auch nicht machen kann, ist, dass ich, ich sag mal, die Priorität ändern kann. Ne? Sondern Vorrang hat halt hier immer der Strom der externen Quelle, um den Hausverbrauch zu decken. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich hätte jetzt aber gern den Strom von der DC-seitig eingebundenen Anlage. Das kann ich nicht vorgeben, sondern es wird halt immer der Strom der externen Quelle zuerst genutzt, um den Hausverbrauch zu decken. Macht ja auch Sinn, sind beides Wechselstrom basiert. Dritter Punkt hier, unnötige Wandlungen, Verluste werden vermieden. Das ist halt genau der Punkt, ne? Wird halt der Wechselstrom nicht wie bei vielen anderen Batterien erst in Gleichstrom geladen, dann geht es in die Batterie ist ja dann ganz anders. Ich habe erst Gleichstrom vom Dach, der wird in Wechselstrom gewandelt für den Hausverbrauch beispielsweise, reicht die Energie nicht aus, um den Hausverbrauch zu decken, dann wird natürlich da auch was aus der Batterie gezogen, aber wenn die Energie ausreicht, dann geht natürlich auch Leistung in die Batterie, aber da muss ich nochmal wandeln, nämlich nochmal von Wechselstrom in Gleichstrom, das heißt, ich habe hier eine Wandlung mehr als hier bei einem gleichstromseitig eingebundenen System, deswegen sind natürlich die AC-gekoppelten Speichersysteme auch entsprechend weniger effizient. Weiß natürlich, dass es wieder Kommentare kommen werden, dass E3DC auch nicht effizient ist, ist klar, will ich aber auch gar nicht jetzt drauf eingehen, ist jetzt im Moment gar nicht Gegenstand hier dieses Videos. Der vierte Punkt ist dann Erweiterung der Erzeugungskapazität bei voller Belegung der DC-Eingänge am Hauskraftwerk, also quasi mein Anwendungsfall. Ich habe schon zwei Photovoltaikanlagen, die sind jeweils an die beiden MPP-Tracker im Hauskraftwerk angebunden und ich habe halt jetzt noch eine dritte Photovoltaikanlage, aber keine Anschlüsse mehr am Hauskraftwerk, um das Ganze ebenfalls noch gleichstromseitig einzubinden und dementsprechend kann ich hier halt die Option wählen, das als externe Quelle einzubinden ins System und dann entsprechend auch noch weitere Photovoltaikanlagen oder weitere externe Quellen halt zu nutzen und den Strom dann tatsächlich auch im Zweifel in die Akkus einspeisen zu lassen oder tatsächlich dann auch im Haus entsprechend zu verbrauchen. Also man ist hier deutlich flexibler als bei einem System, wo so eine externe Quelle halt nicht eingebunden werden kann. Sind dort alle Eingänge belegt, dann ja, ist halt vorbei. Und hier habe ich halt die Möglichkeit, sogar mehrere externe Quellen noch einzubinden. Also das Ende ist dann nicht mit einer externen Quelle erreicht, sondern da gibt es noch weitere, also Erweiterungsmöglichkeiten. Und letzter Punkt bei den Vorteilen, ich habe halt die volle Flexibilität, welche externe Quellen genutzt werden. Also es muss jetzt nicht, wie in meinem Fall, eine weitere Photovoltaikanlage sein, beziehungsweise der Wechselrichter ist dann hier ja eingebunden als externe Quelle, sondern es kann auch sein, ein Blockheizkraftwerk, es kann irgendein Generator sein, also Notstromaggregat, was auch immer. Also alles ist möglich, was Wechselstrom liefert, das kann man alles in das System entsprechend als externe Quelle einbinden. Und wie ich das vorhin gezeigt habe, sieht man es dann auch entsprechend auf der grafischen Oberfläche, werden diese Werte mit angezeigt. Und das ist auch noch ein Vorteil, den ich jetzt hier gar nicht mit aufgenommen habe, aber ich brauche halt nur eine App und kann dort die Werte aller Anlagen sehen und kann dort alles Mögliche halt auswerten und brauche halt nicht zwei, drei oder vier verschiedene Apps, also auch ein Komfort-Feature, was wie gesagt jetzt unter den Vorteilen hier nicht steht. Aber es gibt natürlich auch Nachteile, die will ich gar nicht verschweigen. Nämlich erster Nachteil bei der Ladung des Akkus durch die externe Quelle erhöhen sich die Wandlungsverluste. Hatte ich jetzt schon mehrfach erklärt, ne, weil ich aus dem Wechselstrom wieder Gleichstrom mache, um den Strom in die Batterie zu schieben. Deswegen höhere Verluste. Und zweiter Nachteil, die externe Quelle oder die externen Quellen, je nachdem wie viel man da eingebunden hat, stehen im Notstromfall nicht zur Verfügung. Mein System hat ja die Option, dann, wenn das öffentliche Netz mal nicht da ist, wird ein Inselnetz
ausgebildet. Das heißt, ich habe halt ich sag mal, ganz normal dreiphasige Stromversorgung bei mir im Haus, wenn das öffentliche Netz nicht zur Verfügung steht. Also ich habe so ein, da wird das, werde ich vom öffentlichen Netz getrennt und es wird entsprechend ein Inselnetz aufgebaut und ich kann ganz normal meine Geräte im Rahmen der, ich sag mal, der gegebenen Umstände weiter betreiben. Das heißt, hat er vorhin gesagt, 3 Kilowatt Entladeleistung. Das klingt jetzt nicht viel, aber reicht zumindest für Licht, Heizung und diverse Verbraucher locker aus. Und wenn der Stromausfall tagsüber produziert, kann ich natürlich auch noch den Strom mitverbrauchen, der in dem Moment gerade vom Dach geliefert wird. Aber bei der externen Quelle funktioniert es halt nicht. Also im Notstromfall liefert die keinen Strom, weil die einfach weggeschaltet wird. Die kann durch das E3DC-Hauskraftwerk nicht reguliert oder gesteuert werden. Und deswegen wird sie einfach weggeschaltet. Nicht damit man dann noch im Zweifel dazu übergeht oder dass im Zweifel Strom bei Stromausfall versucht wird, ins öffentliche Netz einzuspeisen. Das wäre halt sehr ja, ungesund, sage ich mal, für die Leute, die vielleicht dann an irgendeiner Stromleitung arbeiten, davon ausgehen, dass kein Strom drauf ist und dann kriegen sie durch rückspeisende PV-Anlagen einen elektrischen Schlag. Das will man nicht. Und deswegen werden externe Quellen halt im Notstromfall einfach weggeschaltet. Genau, externe Quelle ist ja ein normaler Wechselrichter beispielsweise. Ne? Das kennt ihr ja, wenn ihr eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage habt. Sobald dort irgendwie der Strom ausfällt, produziert eure Anlage keinen Strom mehr. Wenn sie sich nicht vom Netz trennen lässt, und dann kann noch so viel Sonne scheinen, aber auf dem Dach ja, wird dann zwar theoretisch Strom produziert, aber rein praktisch halt nicht, weil der Wechselrichter sich einfach abschaltet. Sicherheitsabschaltung. Genau, das waren die beiden Nachteile, die ich hier habe. Wenn euch noch weitere Nachteile einfallen, ja, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Bin ich mal gespannt. Und mein Fazit noch ganz kurz: Das Management der Energie der externen Quelle funktioniert zuverlässig und reibungslos. Das habe ich jetzt halt schon über ja, mehrere Jahre, kann ich das nachvollziehen und kann das auch sehen. Das klappt wirklich wunderbar. Also die Systeme spielen wunderbar miteinander zusammen. Also die externe Quelle, die eigenen, die DC eingebundenen Photovoltaikanlagen, das klappt wirklich toll. Die Energieflüsse werden zuverlässig gesteuert und da habe ich auch noch gar keinen Hiccup erlebt. Habe natürlich aber auch schon erlebt, wenn mal der Strom weg war, dass tatsächlich diese externe Quelle einfach nicht zur Verfügung stand und ich dann in Anführungsstrichen mit meinen DC angebundenen Anlagen quasi überleben muss. Aber das funktioniert natürlich, zumal ich gerade im Winter natürlich auch einen gewissen eine gewisse Notstromreserve eingestellt habe. Genau, aber das war es jetzt hier soweit zur Präsentation. Ja, ich hoffe, ich konnte damit zumindest so ein bisschen Licht ins mögliche Dunkel hier bringen. Was mich persönlich nochmal interessiert, ist, alle Leute, die eine externe Quelle im Hauskraftwerk eingebunden haben, ja, schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, was das denn für eine externe Quelle ist, ob das auch wie bei mir eine klassische Photovoltaikanlage ist oder ob ihr beispielsweise auch ein Blockheizkraftwerk, Brennstoffzellenheizung oder ähnliches eingebunden habt, ob das genauso gut funktioniert, wie ich das hier bei mir festgestellt habe oder ob ihr irgendwo Probleme, Schwierigkeiten festgestellt habt. Ich habe auch noch mal eine konkrete Frage an die Leute, die einen E3DC-Zusatzwechselrichter verwenden. Ich habe ja gerade gesagt, dass dass grundsätzlich Wechselrichter, die mit dem öffentlichen Netz normalerweise gekoppelt sind, im Notstromfall nicht zur Verfügung stehen. Und mich würde mal interessieren, ob das bei dem E3DC-Zusatzwechselrichter ebenso ist. Das heißt, wenn Netzausfall ist, wird dieser Zusatzwechselrichter auch weggeschaltet und produziert keinen Strom? Oder kann der tatsächlich über das Hauskraftwerk gesteuert, geregelt werden und produziert dann ganz normal auch Energie, wie als wenn das öffentliche Netz zur Verfügung stünde? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ich habe meine Theorie, dass das nicht funktioniert, aber es wäre natürlich ganz toll, wenn ihr das entweder bestätigt oder halt auch dementieren könnt, wenn ihr damit praktische Erfahrung habt. Von daher vielen Dank dafür. Und wenn das jetzt alles Informationen waren, die euch weitergeholfen haben, ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch sehr gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, dass ihr dann keine Videos verpasst, die ich dann bei YouTube halt hochlade. Von daher, das soll es jetzt für diese ja, Folge gewesen sein. Dann bleibt mir nur wieder das Übliche. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt vor allem gesund und dann sehen wir uns bei einer der nächsten Folgen wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin macht's gut, euer Thomas. Ciao, ciao. Thank you.